die besten Urlaubsbrüche von mir. Hier aus Leipzig. Gesundes Neues euch allen. Viel Glück, Gesundheit und was ihr sonst noch so für Wünsche habt. Ja, bin hier 20 Minuten vom Stadtzentrum weg ungefähr. War über den Jahreswechsel auf dem Markt. Ja, hier auf dem Markt war 60-40. Aber nicht so, wie man das von DDR-Zeiten kennt, mit 60% DDR-Musik und 40% Westmusik. Sondern 40% Leipziger und Einheimische, sag ich mal. Und 60% die gewünschten Touristen, die ein bisschen dunkelhäutiger sind als wir weiße alte Männer. Ich habe mich ein bisschen am Rand gehalten, falls es Ausschreitungen gibt, da ich mich schnell verziehen kann. Also hier in Leipzig muss auch irgendwas los gewesen sein. Kurz vor um 12 rückten ungefähr 10, 12 Polizisten in Vollmontur dort an und stellten sich irgendwo an den Rand von dem Marktplatz. Die waren noch gar nicht richtig aufgestellt da hinten. Da drehten 5 wieder um und fahren mit Blaulicht woanders hin. Ja, aber sonst war ja alles eigentlich ruhig. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Ausschreitungen waren. Werden wir dann morgen irgendwo in den Nachrichten mitkriegen. Oder auch nie. War jedenfalls ganz gut. Genügend zu trinken und zu essen hatten sie auch. Also es war ganz gut. Das Feuerwerk nochmal gefilmt. Thank you.
Moin Leute, bin ja hier in Leipzig. Ich habe hier einen Platz, so ungefähr 20 Minuten bis ins Zentrum zu laufen. Und da war ich gestern in Leipzig am Markt. Die hatten auch so verschiedene Videos von Konzerten dort laufen gehabt auf so einem Großbildschirm. Den haben sie dann gegen um 11 weggefahren, den Bildschirm, und Feuerwerk aufgebaut. Waren haufenweise Leute dort und Glühwein gab's, Bier gab's, Bratwürste gab's. Ringsum haufenweise Kneipen aufgehabt, wo man auch so reingehen konnte. War ich aber in keine gegangen. Wäre zumindest nicht überall noch Platz gewesen. Um 12 Uhr ging dann das Feuerwerk los. Und kurz vor um 12 Uhr kamen dann ungefähr 12 Polizisten in voller Montur und stellten sich dorthin. Die hatten sich noch gar nicht richtig aufgestellt. Da sind 5 schon wieder verschwunden. Zügig zum Auto gelaufen und mit Blaulicht losgefahren. Und da hatte ich schon überlegt, irgendwo kracht hier in Leipzig wahrscheinlich wieder. Und gucke ich jetzt gerade hier in der Zeitung. Eskalation in Leipzig, Barrikaden entzündet. Rewe-Dach besetzt und Polizeiwache angegriffen. Ich frage mich, warum die so einen Scheiß machen. Sind die Neues allen?